Moin Moin, sagt der bayerische Landsvogel da draußen vom PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen Folge 16 von Dark Parables, die Königin der Träume. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Gerade vorhin haben wir ein ganz fieses Rätsel lösen wollen. Und das haben wir nicht ganz geschafft. Jetzt habe ich kurz reingeschaut in die Komplettlösung, wie das denn ist, wie löst man denn das Ganze hier? Und jetzt habe ich es verstanden. Entweder könnte man den Text verändern, aber es sollte sein, also hier sind schon mal 8, das ist korrekt. Auf das hätte man sich beruhen sollen, dass hier auch 8 sein sollen. Also es fehlen 7 und hier fehlen 6 Tropfen. Achte darauf, dass du genügend Essenztropfen für beide Flaschen rechts hast. Also hier sollen 8 sein und hier an 8. Das war mir hier nicht ganz so erschlossen. Okay, hier sollen jetzt halt also praktisch 7 dieser Fässchen drin sein. Hier wäre dann 1, 2, 3, 4, 5. Muss ich mal 8 geben. Jetzt habe ich 4, glaube ich. 5. 5. Okay, das muss ich nochmal neu machen. Ich versuche es jetzt halt einmal einfach 7 Stück zu kriegen. 1, 2, 3, 4. Doch. 4, 5, 6. Das wird die 7. Ich glaube, das leuchtet jetzt hier auch, ne? Und hier müssen 6 rein. Aber es ist jetzt wieder von Anfang an, aber es leuchtet wenigstens. Das war ja dieser Punkt. Und wir brauchen hier 6 Stück. Ich glaube, wir fangen hier an. 1. Ja, wo bin ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bingo! Ist das schön. Ja, das war jetzt ein bisschen crazy, fand ich. Aber ich hab's, glaube ich, davor schon einmal ganz kurz geschafft, aber ich habe nicht assoziiert, dass in jeder Flasche 8 sein muss. Okay. Je mehr Parfüm er verkaufte, desto wohlhabender wurde der Mann. Nie wieder sollte er im Schweiße seines Angesichts arbeiten müssen. Okay, jetzt haben wir ein weiteres Rätsel natürlich. Jetzt muss das hier alles zusammenpassen. Wahrscheinlich nicht passen. Okay. Müssen wir mal gucken. Also es bleibt ja auch dann stehen, ne? Das ist ja das ist ja dann wieder nett. Finde ich. Das passt sehr gut. Das freut mich jetzt sehr. Das könnte auch passen. Also ich glaube. Das ist zu lang hier. Okay, wo könnte man das hier nehmen? Rein theoretisch hier. Mag bloß nicht. Das hier, diese Teile hier sind gemein, würde ich meinen. Aber es passt hier gut. Sehr schön, dann hast du wenigstens die kleinen Teile hier weg. Dann passt das wahrscheinlich hier rein.
Warum nicht? Vielleicht hier? Ja. Das ist hier schon mal fixiert. Das wird wahrscheinlich hier passen. Gut. Das könnte dann vielleicht hier passen. Nope. Aber hier. Das tut's auch. Dann machen wir hier das hier und das andere logischerweise komplettiert das Ganze. Das kommt hier hin. Und das hier. Und das war gar nicht so schwer. Das ist aber sehr schön gemacht. Gold schafft weder Schuld aus der Welt, noch kann es Rache kaufen. Und wir haben wieder ein Stein. Stein des Aquila, Stein des Orion und Stein der Cassiopeia. Wir nehmen es nochmal mit. Und wir haben hier nochmal etwas mitgenommen, ein Aquarin. Das können wir dieser Schildkröte wahrscheinlich geben. Irgendwo. Auch nicht. Dann eben nicht. Okidoki. Jetzt habe ich gerade das halt aufgenommen. Normalerweise mache ich ja immer 15 Folgen. Aber das hat mich jetzt halt keine Ruhe gelassen. Ich habe nachgeguckt und fand es dann ziemlich einfach. Und deswegen wollte ich das jetzt eben gleich lösen. Sonst werde ich nicht mehr froh heute. Da kommt irgend so ein Stern hier rein. Und was ist hier drinnen? Da muss ich das hier wachsen lassen. Aber es funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte mit der Fahrradkette. Hier wäre es noch mit dem Lorbeerkranz. Muss man hier irgendwie was vom Auge rein? Aber rein theoretisch müsste doch das hier reinpassen. Finde ich. Aber gut. Vielleicht passt ja hier noch was rein. Weil da fehlt jetzt nur noch so ein Mittelstück eigentlich. Nein, jedes Mal, wenn ich draufklicke. Oh, es ist weg. Wo warst du? Hier. Da war ein Geheimgang. Ach, hier müssen wir noch mal gucken. Ich habe immer das Gefühl, als würde die Schildkröte hier drauf passen. Nein, das wollte ich nicht. Schade, dass ich hier noch nicht rankomme. Da ist nichts. Hier komme ich nicht ran. Ist aber auch schön, die Dose, finde ich. Aber ich komme mir leider nur zur Dose. Und hier leider auch nur hier zu dieser Kuppel hier. Die Kuppelstadt aus Elix. Ja, gut. So, hier. Ja. Vielleicht, ach so, du wolltest eigentlich wolltest du einen Finger haben, wa? Ich hab bloß keinen Finger. Das ist ja das Lustige. Ich habe keinen Finger. Das darf ich ja nicht vergessen. Das haben wir hier erledigt. Das mit den Rätseln waren ja ganz nett. Aber darauf muss man echt mal kommen. Also. Aber manchmal denke ich wieder zu kompliziert, Leute. Echt wirklich. Ich denke manchmal sehr, sehr kompliziert. Und dann denke ich wieder zu einfach. Aber das ist normal bei mir. Oder da ärgere ich mich ganz doll über mich selbst. Und lachen alle schön. Und dann lache ich über mich. Und dann lachen wir alle gemeinsam. Und dann wird es wieder ernst. Ja? Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was habe ich wieder übersehen? Aber das Buch. Schade, dass man immer wieder hinklicken kann. Das finde ich doof. Weil. Da glaubt man. Oh, da ist ja noch was. Aber da ist nichts mehr. Immer noch. Le Champion ist da. Macht überhaupt nichts. Steht seit Folge 10 hier rum. Und denkt sich, was. Was geht denn?
Ich habe halt keinen Finger. Ich verstehe nicht, dass ich hier das hier nichts geben kann. Weil ich habe ja was, aber nicht genügend. Wo war denn das? Nein, das war nicht hier, oder? Das war bei Luvia Evolution 666 bei seinem Wimmelbild Alice. Im Wunderland, da gab es doch so eine Sanduhr. Also Sonnenuhr, genau. Ne, das hat damit nichts zu tun hier. Ich will wieder hier hoch. Schön hier eigentlich, aber das bringt mir ja hier leider nichts weiter. Das ist immer noch das. Ein Stern, der meinen Namen trägt. Dann wünsche ich dir. Ich bin immer noch der Meinung, dass man hier irgendwas einsetzen könnte. Ich frage mich immer wieder. Also wirklich hier hoch. Okay, ich kann hier tatsächlich was machen. Okay. Zum Blühen bringen. Okay. Okay. Jetzt ist es runtergefahren und ist wieder hochgekommen. Wisst ihr, was lustig jetzt war? Ich sehe hier übrigens was. Das war ich, was ich vorher nicht gesehen habe. Das nehme ich natürlich jetzt mit. Und hier ist noch ein Blumenkohl. Was ich jetzt nicht verstanden habe, ich habe diesen Gegenstand doch auch dem hier ausprobiert, gell? Das bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber es hat nichts getan. Dann habe ich diesen Gegenstand ins Wasser getan und dann hat das funktioniert. Und das ist das, was ich so meine. Das finde ich irgendwie komisch. Ich habe das Gefühl, ich habe was ausprobiert, aber es hat doch nicht geklappt. So, jetzt habe ich das aber mit der Schildkröte, oder? So, einmal hier. Oh, sie freut sich immer noch. Und das hier bitte. Na also, jetzt ist die Schildkröte glücklich. Oh, es fällt ja noch was. Da kommen ja mehrere hin. Okay, mehr habe ich jetzt erstmal nicht. Das kommt ja nicht hier hin. Okay, mehrere Edelsteine. Na gut, na gut. Dann werden wir erstmal hier öffnen. Okay, hier ist nur mein Rätsel. Berühre die Reihen der Abbildung unten, um sie zu vervollständigen. Verstelle dann die Bildfragmente oben mit Hilfe der Pfeile, um die Abbildung in dem Kreis zusammenzusetzen. Das klingt nach jeder Menge Spaß. Okay, jetzt funktioniert das. Okay, jetzt habe ich das hier gemacht. Das bewegt sich das hier, okay. Das stimmt ja schon fast. Du bist das hier. Wir müssen dich einmal kurz drehen. Du passt mir generell irgendwie nicht. Okay, der passt schon mal. Aber der passt irgendwie nicht. Ah, das passt schon. Okay. Okay, dann müssen wir den Kerl
verändern. Ja, genau. Perfekt. Den mittleren Typen. Okay. Oh, nein, nicht raus. Warum? Was soll denn das? So, das muss an dem angepasst werden. So. Perfekt. So, das wird ja immer ein bisschen schwieriger, aber das ist hier fixiert. Jetzt müssen wir mal drehen. So, das könnte mit dem hier ganz gut zusammenpassen. Das weiß ich noch nicht. Das stimmt hier schon mal. Und das drehen wir hier auch. Das passt ganz gut. Jetzt schauen wir uns das hier nochmal an. Perfekt. Das hat gut geklappt. Die Mondgöttin wacht selbst in ihrer Abwesenheit über uns. Ihre Mondsteine beschützen uns vor dem Verderben. Sollte einer von uns ihm anheimfallen, werden sie die Ordnung wiederherstellen. Wir haben diesen Knauf, tatsächlich. Sehr schön. Der ist schön, der Knauf. Und der kommt endlich hier drauf. Somit können wir endlich mal wimmeln. Ah, schön. Wir dürfen wimmeln. Ein schmuckvoller Stern. Den dürfen wir jetzt erwimmeln. Der wird sehr schön. Sehr schön. Ist ja auch ein recht lustiger Kasten hier drin. Finde ich lustig. Eine Banane. Mh, ein Krokodil. Seepferdchen. Ne? Sehr schön. Lustige Sachen. Erdbeere. Sind schon interessante Leckereien. Und Hundeleckerli. Und ein Vogel mit so großen Augen. Oh. Fällt mir jetzt gleich eine Geschichte dazu ein. Der kleine Vogel mit den so großen Augen. Oh Gott, das wird wieder was. Das wird doch hübsch. Komm, so ein schönes Herz. Oh. 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 Das schenkt man seiner Liebsten. Sehr wertvoll. Ein Red Roller's Detail. Das schaut aber lustig aus, die Maschke. Im Haus. Schmetterling, wieder so schön. So, das hat dazugehört. Das habe ich jetzt gerade gesehen, aber wir müssen ihm das Auge wegnehmen. Oh, es ist nicht mehr der Vogel mit so großen Augen. Schmetterling gehört auch dazu. Es war kein echter Schmetterling. Er hat uns alle getäuscht. Ja, Schlinge. Oh, das ist ein komisches Teil hier. Oh, da haben wir eins. Jetzt fehlen uns nur zwei Dinge. Das werden wir doch noch hinkriegen. Das könnte das hier sein. Ich weiß nicht, das ist so ein Schraubenzieher fast. Und dann so ein ganz kleines Lebelge. Lebelge, was bist du? Das ist eine Perle. Und die interessiert uns ja natürlich nicht, ne? Nee, die interessiert uns nicht. Wo könnte denn das Kleine sein? Wo ist er denn? Ein Kaffee? Lecker. Ich nehme mal was so einen Schluck, vielleicht sehe ich es ja gleich. Ist aber so ein... Oh, ein Kätzchen, ein Steinkätzchen. Das habe ich auch gerade erst gesehen. Ein Hai. Der Maske hat hier Augenbrauen und Schnurrbart falschen. Action. Wo bist du? Habe ich irgendwie gesehen, ich weiß es nicht. Aber ich habe es gesehen. Okay, diesen Stern kann ich nämlich hier oben gebrauchen, um eines der Prismen für uns zu gewinnen, weil Map hat leider schon einen, aber wir haben den zweiten. Sie wird uns bald finden, ne? Ist das kein Wimmelbild? Nein. Aber da fliegen Dämonen hier dran vorbei und wir werden hier diesen Stern hier einsetzen, um den ersten Prisma zu haben. Jawohl! You can't hide from me! Now that my hourglass is complete, vengeance is mine!
Wow, das war jetzt actionreich. Jo, da ging jetzt aber ganz schön ab. Hier ist Ruth, hier ist vielleicht die Mondgöttin. Das kann durchaus sein. Wir können mit ihnen reden. Wir haben jetzt 20 Minuten. Ich würde mal sagen, wir reden aber trotzdem nochmal mit ihnen und dann ist Schicht im Schacht. Ich überziehe, sonst maßlos. Detective, sieht aber traurig aus. It's me, Rapunzel. Ruth said you needed help, so now it's my turn to save you. Also Rapunzel macht auch noch mit. Ja, schau mal her. Ich hab gedacht, du bist die Mondgöttin. Okay. Naja. Detective, ich bin's, Rapunzel. Ruth sagte, sie bräuchte meine Hilfe. Even Mab's nightmare creature was no match for my serenade. I'm thankful I was able to repay your kindness. Gegen mein Gesang können Mab's Albtraumgeschöpfe nichts ausrichten. Und ich bin froh, dass ich etwas für sie tun konnte. Detective, Brienne will accompany you to the clock tower. Mab may be unstoppable with both prisms, but we must try. Detective, Brienne wird sie zum Turm begleiten. Mit beiden Prismen ist Mab ein höchst gefährlicher Gegner. Aber wir müssen es versuchen. Don't worry about the nightmare. Ruth and I will keep him occupied. Here, take this too. Good luck. Sorgen Sie sich nicht um den Albtraum. Darum wird Ruth sich kümmern. Hier, bitte viel Glück. Und ich kriege einen Finger. Bingo, danke Mädels. Kapitel 7. Mit diesen Worten bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen. Nächstes Mal geht es weiter und dann geht es auch in Richtung Finale, würde ich mal dann sagen, schon in der nächsten Aufnahme. Ja, schön war's, oder? Sehr aufregend. Das ist unsere Aufgabe. Betritt den Turm von Montafleur. Mit deinem Finger. Genau. Ich bedanke mich bei Juhuhuhuhuhu. Fresh.